Willkommen, liebe Clasher, bei mir im Thorsten Ratute beim Clan Betis. Ja, ich weiß nicht, was Supercell mit uns macht, aber im Moment werden wir ja ziemlich stark verwöhnt. Aber wir lassen uns erstmal von Palm Beach 2.0 hier verwöhnen. Mit einem Rathaus-Achterangriff, mit einem Go-Hock. Finde ich sehr, sehr gut. Wisst ihr, die Angriffsstrategie oder überhaupt die Taktik hier für den R8-Bereich, die mag ich sehr, sehr gerne. Also ist so mal ganz, ganz weg von typischen Drachenangriffen im R8. Und dann finde ich das immer ganz gut. Die Base ist jetzt nicht so super stark. Palm Beach hat auch schon die Hocks, ja, natürlich erst auf 4. Höher gehen sie ja noch nicht, aber schön gemacht. Hier schön die Clanburg gelockt, auch mit der Hexe drin schön weggemacht. Und jetzt muss er erst mal selber sehen. Ich habe den Angriff noch nicht gesehen. Ich sehe den jetzt auch das erste Mal. Aber wie schon gesagt, Supercell verwöhnt uns ja so ein bisschen mit Events hier. Ich war heute wirklich, wirklich ein bisschen, ja, nicht geschockt, aber ich habe gedacht, hör, überhaupt nichts angekündigt, gar nichts. Es kam gar nicht irgendwo so was rein. So nach dem Motto, in 4 Tagen gibt es wieder doppelte EP in den Ligen und auch Clan-EP doppelte. Normalerweise kündigt Supercell das ja immer ganz gerne ein bisschen an. Vor allen Dingen in den Events kann man das dann ja eigentlich sehen. Also hier im Englischen heißt es immer Upcoming Events. Und von daher war ich heute schon sehr, sehr überrascht, dass so etwas reinkam. Natürlich zu meinem Unmut. Ja, ich bin im Moment hier mit dem Elber vor allen Dingen in Kristall 2. Wenn ich sowas natürlich 3-4 Tage vorher weiß, dann farme ich mich ein bisschen höher, so mindestens so auf Meister oder irgendwie so mit Defenses so Richtung Champion. Und dann nehme ich den Lot natürlich noch viel, viel gerne mit als hier unten irgendwo ein Kristall. Das wisst ihr selber. Mit den anderen Accounts, die ich alle noch so bespiele, bin ich mindestens schwarz, also mindestens irgendwo in den Meisterligen. Außer mit dem Chief, der ist auch noch ein Kristall, aber für den ist das nicht so tragisch. Hier mit dem Elva ist der Lot natürlich nett, gar keine Frage. Und wer jetzt gerade so in Meisterliga ist, Champions League ist oder Titan vor allen Dingen, und höher natürlich auch, aber ich denke mal so, viele, die in Legende sind, die brauchen dann auch nichts mehr. Für die ist das sowieso egal. Die nehmen dann natürlich gerne die EP in den Clan-Kriegen mit. Und deswegen, ja, will ich mich da so ein bisschen höher farmen. Ja, jetzt kommt es natürlich wieder, oh, Toto bringt Farmfolge von seinem blöden Kobold. Nee, natürlich nicht. Ja, ich hatte ja die Tage auch schon gesagt, ich farme natürlich nicht immer nur mit Kobold. Ich wechsle auch mal gerne, denn auch mich langweilt das dann irgendwann mal. Immer nur mit den Kobolden. Kobolde, Riesen, Kobolde, Riesen, Riesen, Kobolde, Kobolde, Riesen. Mache ich natürlich nicht, sondern wir haben natürlich auch eine andere Armee hier am Start. Also hier nochmal die Events, die nicht angekündigt waren. Also ich habe sie jetzt heute auch erst auf Twitter entdeckt. Und also 4 Star-Bonus und auch die Clan War Rewards. Ich bin auch schon wieder, bin ich eigentlich grün? Nee, ich bin noch rot. Jetzt bin ich wieder grün, denn mein Warden ist morgen fertig. Dann kann ich mal wieder ein CK mitmachen. Mache ich dann auch wieder mit. Auch wenn ich ganz gerne ja meine Queen weiterleveln würde. Aber hier im Shop. Yes, ich habe ja die nächsten Tage Geburtstag und mal sehen, ob da nicht 5,49 € drin sind, um mir dieses nette Paket hier zu kaufen. Die nächsten Clan-Games stehen ja auch an. Das könnt ihr in den im Wiki übrigens nachlesen, was es dort zu machen gibt. 75.000 Punkte, dort gibt es das erste Mal das Universalbuch. Und ist natürlich schon eine harte Nummer auch für diesen Clan hier, den haben wir noch nie gehabt. Werden wir aber sicherlich irgendwo holen und wir wollen mal sehen, ob wir... Ich habe jetzt mal eine andere Truppe. Ihr seht das, ich habe auch jetzt als zweite Truppe eine andere Truppe mal gebaut. Also ist ja nicht nur so, dass ich nur mit Kobolden farmen kann, irgendwo unten, was ja letztendlich jeder kann. Sondern hier haben wir jetzt einfach mal eine Truppe, die ein bisschen schlagkräftiger ist, ein bisschen mit Dunklen auch. Kann ich ruhig ein bisschen raushauen, denn ich werde sicherlich auch ein bisschen was reinfarmen. Und es gibt ja dann für die 5,49 €, wenn mich dann jemand zum Geburtstag mit 5,50 € beschenkt, gibt es natürlich auch wieder 30.000 Dunkles. Hurra, wir haben einen gefunden. Ich will natürlich auch gewinnen, damit ich ein bisschen weiter in der Liga hochgehe. Also Kristall 2 oder 3, das ist ja dann doch nicht so super hoch. Und ich würde mal sagen, das, was viele YouTuber sagen, den nehmen wir mal mit. Den nehmen wir mal mit hier. Und ihr seht auch, ich habe so ein bisschen so eine kleine Kombi-Armee hier gebaut. Ein paar Riesen, ein paar Magier, natürlich meine Lieblingsmauerbrecher, gar keine Frage.
Hab die Helden dabei, hab so eine ganze Mole Bowler, die gehen jetzt auch, ja, okay, die gehen auch in die Mitte, hab den Packer dabei. Der ist ja auch. Wie weit sind schon wieder meine Mauerbrecher hier durchgegangen? Es ist echt nicht normal. Das habt ihr hier die Tage schon gesehen. Guck mal, wo die jetzt herlaufen für die nächste Mauer. Ich meine, da ist natürlich keiner mehr. Dann setzen wir den Sprung mal hier hinten an. Wir setzen da schon mal den Sprung an. Die Base ist ja wirklich toter, toter geht's nicht. Also wenn ich hier jetzt nicht 3 Sterne hole, dann mache ich irgendwas verkehrt mit meiner Armee, zumal ich auch noch meine Clanburg habe. Ich denke mal, die brauche ich gar nicht einsetzen. Nee, die brauche ich nicht einsetzen. Das sieht hier noch ganz gut aus. So, wir können hier nochmal durchwuteln. Ich denke, das machen wir mal hier nochmal bei den Bowlern. Und, oh, meine Queen stirbt mir hier fast. Okay, wo ist mein King? Ah, der latscht auch außen rum. Aber die Queen ist da hinten, die kriegt keinen Beschuss mehr und ich müsste jetzt doch schon kurz mal meine. Nein, ich muss meine Clanburg nicht. Lass hier oben noch einen Magier mitlaufen, das muss einfach reichen. Stirbt mir die Queen halt. Ich fange gleich sowieso an zu boosten hier, so ein bisschen so alle 1, 2, 3 Tage mal so einen kleinen Boost einwerfen. Ist ja nicht schlecht. Ich denke mal, das werden hier jetzt meine Truppen machen, auch wenn wir da noch eine Kanone und einen Bogenschützenturm haben. Ist das, glaube ich, hier drin. Ich habe jetzt, glaube ich, schon gleich sowieso die erste Not, hatte ich die Tage ja schon gesagt. Ich kriege richtig viele Bauarbeiter frei. Kann die Ressourcen in meiner kleinen, aber feinen Freizeit nicht wirklich nachfahren. Also meine Freizeit geht natürlich nicht Spiel drauf, sondern ihr wisst, ich habe ein bisschen Familie. Da sind die Kids. Vor allen Dingen immer wieder ein bisschen bespielt werden müssen und auch ein bisschen unter den Arm gegriffen werden müssen. Aber ich glaube, das ist hier in Ordnung. Das seht ihr. Wir haben in jedem Fall den Bonus hier mit reingefahren und wir haben schon den 4-Sterne-Bonus. Schade. Folge ist zu Ende. Wir haben den 4-Sterne. Wir haben leider den Tagesbonus schon eingefahren. Muss ich mal gerade gucken. Oh, in 4 Stunden erst. Okay, dann ist leider mitten in der Nacht. Da höre ich leider auf. Und ich würde sagen, ich hau hier mal einen Boost mit Gems rein. Denn ich kriege ja auch ein paar Gems wieder rein hier, wenn ich mir in den nächsten Tagen dieses Paketchen kaufe. Bei Ihnen hier noch mit rein und die Madame auch. Ja, ich würde sagen, machen wir gleich den nächsten Angriff mit der Truppe, wenn sie denn fertig ist. Ihr seht das hier ein bisschen anders. Ich nehme mal meiner vielleicht einen Queen Walk vorweg. Bietet sich eigentlich an mit der Truppe. Und diese hier könnten wir nachtrainen. Was habe ich denn hier eigentlich genommen? 15, 1, 17. 15, 1, 17. 1, 15. So, 15, 1, 17. Was haben wir noch dabei gehabt? 9 und 12. 12 Mauer. Der ist auch immer ein bisschen übertrieben. Ich glaube, wir nehmen mal nur 10 mit, dann geht das hier auch auf. So, das passt. Zwei Heil, zwei Sprung. Oh nee, kein Sprung. Kein Sprung dabei. Dann nehmen wir einen Sprung dabei. Dann machen wir kurz einen Cut und dann fahren wir mal gleich weiter. Ansonsten könnten wir uns hier die Zeit totschlagen, aber ich glaube, im Moment tut sich im Clankrieg. Oh doch! Ja, super. Danke dir, Abo. Danke dir, Abo. Dann können wir uns so ein bisschen Zeit nämlich hier nicht totschlagen, sondern wir können was Sinnvolles zeigen, nämlich einen schönen CK-Angriff auf die Base hier. Schwache Base hier, muss ich einfach mal so sagen. Also ohne X-Bogen einen 8,5er. Ah, grenzwertig, 8,5. Da muss es schon richtig gut sein, denn so eine Base hier, die wird ja niemals halten. Die wird nie halten. Also vor allen Dingen nicht gegen so einen, wenn du so ein Gegenüber hast wie den Abo hier mit 13er King, 18er Queen, ja, und eine Meute mit Hogridern, Bowler waren in der Clanburg drin, aber ich denke, war ein schöner 3-Sterner. Wir gucken mal, wie er eigentlich zustande gekommen ist. Und ihr seht das ja jetzt schon, weit dieses Killsquad kommt. Bisschen geht rechts rum, bisschen geht links rum. King mit Queen vor allen Dingen hier auf der Unterseite. Da ist jetzt keine Defense mehr da. Da ist ja so gut wie nichts mehr da. Und die Kanönchen hier unten auf Level 9, die tun ja niemanden wirklich weh. In der Mitte, ja, oh, eine Tesla-Farm. Jo. Das sind in jedem Fall super 3 Sterne gewesen. Ich spule die mal eben vor. Und dann, weil ihr habt es gerade gesehen, hier links unten finde ich auch sehr, sehr gut. Tolles Feature. Man sieht ja jeden CK-Angriff, der von uns gemacht wird. Jo, jo. Paul ist live. Super. Ah, ich kriege live CK hier mit rein. Vielen lieben Dank. Ungeplant kann ich euch sagen, ich bin eben im Discord.
kurz offline gegangen, um zu sagen, ich muss mal eben was zu Papier bringen. Papier bringen heißt, ich nehme mal ein bisschen was auf und nehme natürlich was relativ Aktuelles auf. Und dieses mit den Events ist ja relativ aktuell, aber wenn wir hier natürlich Clankrieg reinkriegen, dann bin ich immer ein bisschen gewillt. Oh, ihr seht schon wieder die Schwerter kreuzen sich hier unten, aber live ist live, da springe ich jetzt nicht raus. Das wäre ein bisschen doof. Kommt hier mit seinem Killscode, glaube ich, ganz gut rein. 30er Queen, 25er King. Der ist jetzt zwar schon weg, aber ich glaube mal, dass die Hocks hier sehr, sehr gut durchgehen. Schön geworfene Heil hier. Und Hog Rider, wir sehen sie wirklich oft in den Klankriegen. Wir sehen sie wirklich oft, denn ich will nicht sagen, es ist eine OP-Truppe, aber ist schon stark. Sie ist schon stark, kann man nicht anders sagen. Nach wie vor auch eine meiner Lieblingstruppen, vor allen Dingen auch im RH9-Bereich. Ich habe heute auch im RH9-Bereich damit einen neuen Halber fast zerlegt. Da fehlt ihm ein bisschen die Zeit, muss ich sagen. Und so ein neuen Halber hat dann auch 4 Doppelbomben, doch 4 Riesenbomben, so heißen sie ja. Ich sage manchmal Doppelbombe. Mir ist das die Tage aufgefallen. Ich gucke meine Videos auch immer mal wieder quer. Und dann habe ich immer mal wieder so gesagt, oh, eine Doppelbombe. Nein, ich weiß, das ist eine Riesenbombe, aber im Effekt dieser Aufnahmen hier oder überhaupt im Effekt dieser Aufnahmen, denn diesen Angriff hier kann ich natürlich ein zweites Mal aufnehmen, wenn er schon gelaufen ist. Aber live kann ich natürlich nicht nochmal live machen. Und wenn ich mich da verspreche, ist das halt so, das müsst ihr hinnehmen. Ich glaube, die meisten oder viele kennen mich auch schon, dass es so ist. Und Versprecher dürft ihr immer behalten und sammeln. Da habe ich nichts dagegen, aber schön gemacht hier, jawohl. Super 100% mit dem Rathaus hier noch die letzten 2 Sterne reingeholt. Also ein 3 Sterne hier aus dem RH9-Bereich. Ja, heute natürlich sind wir hier oben. Oh, wir sind hier oben schon mal Repo-Mann. Geht das jetzt doch eine CK-Folge? Eieieiei, tot. Ah, der ist schon durch. Okay, der ist durch. 56% sicherlich anders geplant als durchgeführt. Aber ihr seht das 10-10, 4-5. Hier ist noch nichts gewesen. Und wir wollen ja hier, ich will wenigstens noch einen zweiten Farmangriff mit euch machen, auch wenn wir jetzt ein bisschen CK drin hatten. Oh, und wir haben Glück, die Nummer 10 Scorpion FX greift die Nummer 7 an. Schauen wir mal rein, wie er sich hier schlägt. Ja, wenn ich schon mal live da bin, jetzt wird es ja doch ein bisschen CK-lastig, ist aber auch hoffentlich nicht so schlimm. Ich muss das Ganze übrigens nachvertonen. Ich hoffe, das ist nicht noch viel schlimmer. Ich hatte nämlich den Ton verpasst. Also hier ganz unüblich, dass ich mir mal ein Video anschaue, was ich nicht live drehe, sondern quasi nachdokumentiere. Mal gucken, ob mir das noch gelingt, ob ich die Euphorie noch rüberbringen kann. Also hier erstmal mit dem Killscott schön. So richtig killig ist das natürlich nicht, aber es erfüllt seinen Zweck. Nämlich die gegnerische CB, die Queen und vielleicht, ich weiß gar nicht, was da noch war, wenn es dann eine Luftabwehr war, war es eine Luftabwehr. Jetzt kommt noch eine Bauhütte und natürlich, denke ich mal, im Zünden noch der X-Bogen. Und er hat dann hier noch Lufttruppen dabei, 5 Eilzauber und ein Wutzauber, 2 Hunde und 9 Loons oder so. Ich habe das jetzt nicht genau gesehen, aber es sieht erstmal ganz gut aus. Und jetzt müsste ich da oben auch nur mal hingescrollt haben. Ah, da mache ich das jetzt sogar auch. Okay, da kommt er hier jetzt mir erstmal unterstützt mit den Allzaubern rein. Hat hier ja schon relativ viel geholt. Die Queen ist auch immer noch am Leben. Ich hoffe, die nimmt sich jetzt gleich. Ah, nee, das schafft es nicht mehr. Ah, die Welpen haben die Skelette gemacht. Jetzt kommen aber noch mehr raus. Noch mehr von diesen Luftskellys. Und wollen wir mal hoffen, dass der Hund noch aufgeht. Jawohl, der geht noch auf. Das müsste es dann natürlich gewesen sein, oder? Oh, das war gerade schön vom Feger, ne? Schön in die Defense reingepustet, vor allen Dingen. Jetzt kommen die, haben die noch mal ein bisschen Wut. Ja, schade, der letzte Hund ist doch nicht aufgegangen. Naja, wir wollen mal hoffen, dass er noch genug Zeit hier hatte, um die Base hier zu packen. Oh, ich sehe da noch eine Bauhütte in der Ecke. Ach, jetzt ist sie weg. Okay, er hat an Cleanup gedacht, also er hat auch an die Eckenbauhütte gedacht. Hat er gut gemacht hier, der Scorpion FX gegen die Nummer 7 und schöne 3 Sterne hier auch, wenn wir jetzt ein bisschen raus oder abgeschwiffen sind hier. Ich hoffe, das war jetzt nicht ganz so tragisch, aber wenn ich schon mal aufnehme und irgendwas live mit reinkriege, Mensch, dann nehme ich das doch einfach mit. Mache ich ja ganz gerne. Und so war das hier, schöne 3 Sterne von Scorpion. Und während wir hier den Angriff von Skorpion gesehen haben, ist meine Armee auch schon wieder fertig geworden. Ich bin ja aktuell im Boost, ihr seht,
Viele Sachen nehme ich auch gerne am Stück aus. Also es gibt natürlich Sachen oder überhaupt Videos, die sich über so ein paar Stunden erstrecken, wo ich halt ein bisschen was mache, dann wieder weggehe, wo ich was mache. Das schneide ich dann später so ein bisschen zeitnah zusammen. Aber diese Sachen sind wirklich dann immer am Stück gedreht. Und die Suche verkürzt sich natürlich allerdings so ein bisschen. Denn ja, das ist immer, das ist auch für mich als Betrachter immer ein bisschen langweilig. Aber der hier, der ist gar nicht mal so langweilig für mich, denn wir müssen ja gewinnen hier. Den nehmen wir mal, den nehmen wir einfach mal bei der Queen mit. 46 gegen 21, das müsste eigentlich für mich im Positiven ausgehen, ist es auch. Okay, ich muss mal ein bisschen größer reingehen, damit ich gleich nicht meine Wut hier am PC verhaue. Denn ich greife ja nach wie vor ein bisschen am PC an. Und da ist das Truppensetzen ja nicht ganz so einfach, auch mit dieser Armee hier, mit der, glaube ich, das habt ihr schon ewig nicht gesehen, meiner hier von mir. Denn mit denen greife ich wirklich echt wenig an. Ich level sie ja gerade, also es wird bestimmt ein bisschen mehr werden. Und ich bin jetzt mal ganz entspannt hier, während die Dreier X-Bogen auf mich schießen, jetzt noch einer. Aber jetzt verliert so ein bisschen meine Queen doch ihre Healpoints und geht jetzt erst auf die Lager. Mal sehen. Ich lasse die jetzt mal richtig lange laufen, glaube ich. Das sieht noch ganz gut aus. Und jetzt muss ich nur mal den Weg beobachten. Denn jetzt, ja, das habe ich mir gedacht. Jetzt werden meine Heiler beschossen. Die müssen erstmal, die müssen jetzt aus dem Fokus des X-Bogens raus. Und ja, dann nehmen wir den mal hier. Wir nehmen mal die paar Mauerbrecher hier. Die können ja jetzt nicht alle sterben. Ich hab ja nichts eigentlich für Boden da. Und da muss es der Queen. Der Queen, nicht der Queen hier richten, der King hier einfach mal richten, der hier mit der Queen vielleicht reingeht, ja, ist noch entspannt, sieht ein bisschen komisch aus, was ich hier gerade zutage bringe, glaube ich. Der King geht wieder raus, ja, tschüss King, und dann würde ich sagen, gehen wir hier, ja, über was gehe ich jetzt eigentlich rein? Die Queen geht dann noch weiter, ich muss ja jetzt mal so langsam mit meinen, ich gehe hier mal über diese Ecke mit meinen Minern rein. Der King hier muss in jedem Fall fallen. Und ja, den knüppeln die in jedem Fall ja kaputt. Oh, die Queen geht ja ganz außen rum jetzt gerade. Naja, ich denke, ich brauche nicht alle Heilzauber. Hier ist ja ein bisschen was ein Ausbau in dieser Base. Und die Miner auf 3 sind ja jetzt nicht so super schlecht hier. Hier gibt es den Single Inferno. Dann machen wir die hier in der Mitte jetzt nochmal ein bisschen. Da machen wir die mal ein bisschen wütend. Und mal gucken, was ich hier jetzt noch, ob ich wirklich alles einsetzen muss. Ich nehme hier trotzdem mal die Clanburg rein, auch wenn ich sie vielleicht nicht brauche. Ich gucke mal, dass ich hier die Miner nochmal heile. In der Mitte, ich brauche sie nicht. Ich brauche sie doch nicht. Was ist da gerade im Fokus des Single Infernos? Da müssen wir mal gerade schauen. Durch. Die Base ist auf 0 hier. Okay, ich nehme aber gerne die Pokale mit. Ja, jetzt habe ich die Clanburg gesetzt, aber mit den Loons da drin war jetzt nicht ganz so schlimm. Guck mal gerade auf die Uhr, wir machen noch einen. Ja, irgendwie kann ich hier jetzt auch nicht jeden wegdrücken. Also ich will euch natürlich schon adäquate Angriffe zeigen, aber ich meine, in meiner Liga hier, das ist auch ein Rathaus 11, er hat halt nette Ressourcen für mich. 400.000 von dem einen, 400.000 von dem anderen. Das Dunkle hat er jetzt nicht ganz so viel, aber da bin ich jetzt auch nicht so super drauf am Abfarmen. Das heißt also, ich bin jetzt nicht so super auf, so richtig stark auf Elex aus. Und deswegen denke ich mal, können wir den ruhig mitnehmen hier. Da muss er jetzt halt mit leben, dass wir hier so ein paar Ressourcen reinkriegen. So, Mauerbrecher, King rein, Queen rein, die Pekka hier mit reingesetzt. Wo sind denn eigentlich meine Mauerbrecher? Die laufen ja immer so irre weit durch hier. Aber ich glaube diesmal nicht. Deswegen nehmen wir mal genau hier in der Mitte den Sprung. Und wir brauchen, glaube ich, gar nicht mal so super viel Zauber hier. Mal gucken. Den nehmen wir mal, glaube ich, richtig billig mit. Was habe ich in der Clanburg? Brauche ich die? Oh, ich habe ein paar Valkyrien in der Clanburg. Das ist natürlich cool. Das ist nicht schlecht. Aber ich glaube, wir brauchen sie nicht. Nein, die brauchen wir nicht. Auch wenn da jetzt noch eine Queen lauert. Aber die Queen ist auf, ne? Die ist auf Level 9. Ja, ist jetzt nicht ganz so stark und die stört uns vor allen Dingen nicht beim Ressourcenfarm hier. Da müssen wir also nichts machen. Da können wir ein bisschen sparen. Das ist nicht schlecht. Den King nehmen wir mal hier schon kurz in Wut. Die Queen, ja, die nehmen wir jetzt gleich auch einmal. Da zünde ich auch die Ability.
Und dann ist sie noch mal ein bisschen hochgeheilt. Ah, die gegnerische Queen ist jetzt schon weg. Dann können wir die Queen hier jetzt auch zünden. Pekka ist noch komplett dabei. Ja, super. Kann ich gleich weiterfarmen. Also, ich habe gleich auch einen Bauarbeiter frei in so ein paar Minuten. 7,4 Millionen Elex habe ich jetzt. Mal sehen, ob das für die nächste Defense reicht. In 11 Minuten läuft nämlich meine Kanone hier aus. Und ich würde auch gern Kanönchen weitermachen. 7,5. Wir haben ein bisschen was. Oh, wir haben was in der Treasury. Okay, wir haben ein bisschen was in der Treasury. Super. Kommen wir in jedem Fall mit aus. Ich muss mal sehen, was ich jetzt eben genommen habe. Das will ich euch jetzt nicht auch noch antun. Aber ich hoffe, die Folge hier hat euch gefallen. Also, ja, ein bisschen ohne Ankündigung hier das Event. Wir haben ein bisschen Clankrieg gesehen. Wir haben ein bisschen andere Farmarmee von mir gesehen. Kobolde, nur Kobolde. Wisst ihr, auch jetzt ist für mich auch langweilig. Ich will mal ein bisschen pushen hier. Also wenigstens die nächsten 2-3 Tage, dass man so richtig fetten Bonus hier in die Clanbuch bekomme. Und ihr habt jetzt ja, glaube ich, auch die letzten 1-2-3 Tage auch Videos von mir am Stück gesehen. Ich hatte einfach mal wieder so richtig Bock auf Clash of Clans. Und deswegen gab es auch jeden Tag eine Folge. Ich hoffe, das hat euch gefreut. Wenn dem so ist, Daumen am Ende nach oben da. Und bis dahin, euer Toto. Clash.